Wir hatten gerade den kongolesischen Musiker Serutin Sony mit seinem neuen Album Fusion. Er hat sich den Künstlernamen Garfi 85, vielleicht auch französisch ausgesprochen, was ich nicht kann, zugelegt und lebt seit 7 Jahren in Zürich. Seine frühen Einflüsse waren Reggae sowie afrikanische Musiker wie Lokwa Kansa oder Pabwemba aus dem Kongo oder Tikkenja Fakoli. Schon bald nachdem Garcia mit Musik anfing, wurde er vom Bassisten aus der Band des weltberühmten Tabule Rochero entdeckt und ist in eigener Band aufgenommen. Vor 3 Jahren dann begann er seine Solo-Karriere. Garcia ist auch sozial und politisch sehr engagiert und hat im Kongo unter seinem Namen Sony eine Foundation gegründet, die sich für Frauenrechte, Kinderschutz und die Umwelt einsetzt. Wir drücken Ihnen dafür die Daumen. Wenn ihr ihm was spenden wollt, guckt einfach mal unter Garcia de Zürich auf Facebook. Da findet ihr ihn und könnt Kontakt mit ihm aufnehmen. Mit der Veröffentlichung seines neuen Albums geht Garcia auf Tournee durch ganz Europa. Leider gibt es in Deutschland nur ein Konzert in Köln. Der Titel des Albums Fusion ist nicht nur metaphorisch gemeint, sondern es besticht auch durch seine verschiedenen Stile. Und überdies singt Garcia auch in 8 verschiedenen Sprachen, nämlich neben Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Englisch, Hebräisch, Swahili, sowie natürlich in seiner Muttersprache Lingala, auch auf Deutsch. Garcia 85 from his album Fusion. Du bist mein Engel, du bist das Leben, du bist die Sonne.